schön. Können wir uns an dem vorbeischleichen? Ja, können wir. So, und hier ist der letzte Stab. Müssen leider noch ein paar alte Druidenhüter wegmachen. Och, nervt nicht. Elegant ist er umgefallen. Och, Mann. Stab der Verzweiflung. Ja, ich verzweifle echt bald. Weg. Meine Fresse. Manchmal ist es nervig. So, jetzt auf zur Kammer. Natürlich muss man hier noch so ein Typi umhauen. Nerv mich nicht, du Arsch. Tschüss, Mann. Den können wir... Bop! Und schon ist er weg. So, und da drüben haben wir den da Short Kemwall. Den werden wir uns jetzt holen. Und tschüss! Ich finde es ganz interessant, dass da unten auch noch ein Weg ist, aber würden wir da jetzt runterspringen, wären wir sowas von tot. Ich habe es noch nie probiert, aber ich weiß ganz genau, dass wir dann sowas von tot sind. Muss man die blöden Druiden hier wegmachen. Dankeschön, eine Auszeichnung haben wir dafür auch noch erhalten. Na komm, fall um. So, noch zwei Wächter-Druiden. Dann haben wir auch diese Bonusmission im Sack. Und zack. Da liegt er. Der Gute. Nächster, bitte. So, die Bonusmission hört man auch im Säckelchen. Und weg. Ich buff mich mal wieder hoch.
So, das war's. Jetzt können wir hier auch ganz in Ruhe die Stäbe platzieren. Ja, 3 und 4 und der letzte. Meditiere beim Altar. Ich werde jetzt aber erstmal mich hochheilen. Und jetzt kommen wir meditieren. Boah, die dunkle Seite. Und die Statuen machen genau die gleichen Verbiegungen wie wir. Und das Tor ist offen. Sehr gut. Das hört sich nach Zwangsarbeit an. Jetzt will ich mal gucken. Schlechteste Gildenwerbung. Jetzt will ich mal. Achso. Sehr gut. Ach, ich bin immer so neugierig. Es wird Zeit, dass wir auf Planeten kommen, wo weniger Leute sind. Places Amin's Waihai's fools. Gawendida seek from Tauhans. Taukida, Melaswe Sama, Ward sign in Meremnai, Saigatrawa Dedal. Tagasa Chais and Barks Prize War Peren, Swase Ikbus Karadida. Widerstand ist dumm und fehl am Platz. Aber Barn Habens, Glaub Bena, nie in Usequai, Usi Terrens Apipao. Was Jabe, wise Jabe, prophetess, we sons Jaggara Haitain. Ich bedauere euch, das beibringen zu müssen, aber Tulak Hort ist tot. Iblises Amins Waihai's fools, Gawendida seek from Tauhans. Pabrogatua, ina in Lausolam, Jagasadida du ima. Twade el warpai an parlai kain. Sieht ein bisschen bedrohlich aus, der Liebe. Aber wäre gelacht, wenn wir den nicht besiegen könnten. Komm schon, Cam, zeig, was du drauf hast. Zack. Anscheinend hat er nicht viel drauf. Das war's schon. Ni ok panai, name in maidens. Ipsik bei Gunana, Jaus bei Rojandan, in bise vistai. In biso se waitai spila presin kretai. In bise e wanata ataragata injais. Das bin ich sehr wohl. Gewöhnt euch daran. Sisunja, Dargis Golan. Ja, und damit haben wir jetzt offiziell unseren allerersten Gefährten, den lieben Kemwal. Und das ist ein Tank. Der liebe Kemwal. So, und mit Kem können wir jetzt nämlich auch das hier öffnen. Unser erster Diener wird der Kem sein oder ist der Kemwal. Alter, was geht denn da unten ab? Heieiei. So, dann machen wir hier das Türchen auf. Oh, zack!
erwarten hier uns noch so ein paar Monstruizitäten. Ein paar Bonus gibt's für die nicht. Da müssen wir lang. Da lang. Sehr gut. Hier ist noch mal so eins. So. Wie heißt das Vieh? Terintatek Verdrummer oder so? Ach, egal. Wir müssen den besiegen. Oh, weg mit dir. So, gleich hammern. Und weg. Das letzte Hindernis. So, und das ist die Karte, von der Lord Sech gesprochen hat. Mit gewissen Punkten in der Galaxis. 4, um genau zu sein. 4? Ja, 4. Die nehmen wir mit, die Karte. Kehre zur Aufseher Harkun zurück. Nehmen wir die Schnellreise ab zur Sith-Akademie. Wir werden jetzt aber noch nicht zur Aufseher Harkun zurückkehren, weil jetzt können wir die ganzen H2s machen, also die beiden, die da sind, und die werde ich jetzt einfach mal schnell erledigen. Helden 2 Mission. Sobald wir die erledigt haben, sollten wir dann auch Level 10 sein. Und können uns dann unser Gefechtsgeschick auswählen, wo wir ja Hexer nehmen werden. Das erwähnte ich ja bereits, dass ich auf jeden Fall den Sith Hexer spielen werde. Sith Attentäter könnte ich auch spielen, ist zwar ein bisschen schwieriger zu spielen, der Attentäter, also empfinde ich zumindest so, aber ich werde mich hier für den Sith Hexer entscheiden und ja. Aber mit dem Attentäter komme ich zurzeit oder komme ich auch zurecht, weil zurzeit spiele ich mir auch noch einen Attentäter hoch. Hat natürlich den Vorteil der Attentäter, dass wir uns unsichtbar machen können und solchen Sachen hier einfach aus dem Weg gehen können. Wenn wir nicht irgendwelche Gegner pullen wollen und trotzdem da durch wollen, können wir uns einfach unsichtbar machen. Das war's. Ich werde mich trotzdem für den Hexer entscheiden. Weil mit dem Hexer komme ich einfach am besten zurecht. So, da ist eine H2 und da ist eine H2. Können wir die umgehen? Jawohl. Aber dich können wir leider nicht umgehen. Aber es ist schon deutlich leichter geworden jetzt, wo wir Cam bei uns haben. Aber auch so, weil wir jetzt ein besseres Level bekommen haben. Robe des Adepten. Ah, viel zu schwach. Viel zu schwach. So, Maschinenkammer. Kammer der roten Maschine. So, wie sollen wir jetzt die rote Maschine aktivieren? Das machen wir auch gleich. Indem wir einfach hier vor meditieren. Kanalisiert dunkle Macht Gedönse.
Toll. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. So, das war's. Damit hat man die Mission geschafft. Alte Tafel, die nehmen wir mit. So, damit ist noch eine H2 offen. Der werden wir uns jetzt natürlich auch noch schnell annehmen.